Jo, Hallöchen, nochmal Windows 10, bla bla bla, dieser Drecksunfall, wie sich auch Windows Vista mal schimpfte, das war ja mal auch so ein Drecksunfall. Nur mal schnell gesagt, Windows 10, bei mir funktioniert das nicht. Braucht ihr mir nicht sagen, dass das bei euch funktioniert. Das funktioniert bei mir nicht. Ich gehe von aus, dass ihr irgendwelche Einstellungen nicht gemacht habt, wie ich sie gemacht habe. Hier bei Datenschutz zum Beispiel mit Kalender, Telefone, Anrufe, E-Mail, bla bla bla. Ich habe Windows so wenig Rechte gegeben wie irgendwie möglich. Weiß nicht, wie ihr das bei euch gemacht habt. Bei mir funktioniert es nicht. So, ist so. Bei Linux, da hast du jetzt LTEC geschrieben, kommen wir nicht mit Wine und VirtualBox und bla bla bla. Genau das sehe ich nämlich genauso. Es mag funktionieren, es funktioniert auch mit einigen einfachen Sachen, funktioniert es auch unter Linux, dass man da einfache Windows-Programme laufen lassen kann, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Messenger oder irgendwas benutzen will, kann man es noch machen. Aber hier Video-Editing und all sowas, das funktioniert darunter einfach nicht. Ich will jetzt noch nicht mehr großartig drauf eingehen, ihr habt vorhin schon versucht, drei, vier Mal Video zu machen, ohne dass es da kilometerlang wird. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr für eine Windows-Version habt, wie ihr es konfiguriert habt. Was auch immer. Bei mir funktioniert es nicht. Es nützt nichts zu sagen, bei anderen funktioniert es. Es ist halt so, gibt es ja nichts dran zu rütteln. Es geht bei mir nicht. Auch nicht mit, ich habe es vorhin gerade noch probiert, weil der. Hatte ich jetzt LTEC gesagt? Nee, Angström war das, ne? Ja. Angström, LTech, wenn ich das gesagt habe, der hatte mir, hatte ja was gesagt von OpenJDK 14, schieß mich tot. Die kriege ich aber leider nicht mehr. Ich kriege nur die 17er oder die, was auch immer. Immer schnell. Hier die 17er kriege ich. Aber eine 14er kriege ich nicht mehr. Geht nicht mehr. Habe ich vorhin ausprobiert. So, dann andere Sache. Windows ist Müll, mischt sich ein, ohne es zu fragen. Genau das ist nämlich das, was Windows tut. Windows 10. Das haben die anderen Windows-Versionen nämlich nicht gemacht. Aber Windows 10 macht es und das geht mir auch auf die Ketten, dass Windows einfach was macht, ohne zu fragen. Ist mir auch schon öfters passiert, nicht nur, dass es dir hier, wie dir dein selbstgeschriebenes Programm wegschmeißt, sondern mir auch irgendwo, ich habe mir was abgespeichert, was selbst ein externes Virenprogramm als Virus erkennt, was kein Virus ist, wird einfach gelöscht. Zum Glück habe ich das auf CDs, wo es nicht weggelöscht werden kann. Da muss ich das, ja, mir anders irgendwie draufziehen. Das Problem kenne ich auch, dass hier der Windows Defender oder andere Virenprogramme einfach Programme ohne zu fragen löschen. Komplett weg. Du kommst nicht mal mehr dran, kannst es nicht mal mehr zurückholen, gar nichts mehr. Das nervt mich auch so. VirtualBox hat mir gesagt, und jetzt fragst du hier, ich hatte irgendeinen Installer im Einsatz. Ich weiß nicht, welchen Installer du meinst. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welchen Installer du meinst. Ich habe ja nur den Java-Installer hier gehabt. Ansonsten habe ich hier den Revo Uninstaller. Ja, schwarze Bild, bis das kommt. Müsstest du wieder sehen können. Revo Uninstaller. Damit kann ich das deinstallieren. Zum Beispiel Java komplett deinstallieren mit Registrierungseinträge und verbleibende Dateien. Kann ich gleich mit rauslöschen. Und andere Sachen. Windows-Apps genauso. Ich weiß aber nicht, ob das bei Windows Home oder so funktioniert. Ich habe eine Windows Pro, da funktioniert es. Also das kann ich jetzt nicht versprechen, dass das bei dir dann vielleicht auch geht oder bei anderen Windows Apps. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass ich einige Apps rausgeschmissen habe, wie zum Beispiel Smartphone runter, dieses 3D-Ball darunter, Paint 3D runter, was auch immer da noch alles war. Ich glaube, Sticky Notes habe ich auch runtergeschmissen. Brauche ich nicht. Ich benutze kein Sticky Notes. Ja, Textdokument ist klar. Ich benutze eigentlich Notepad++. Ja, Optifine, bla bla. Ja, CPU hat mega, bla bla bla. Das benutze ich eigentlich. Ja, ein neues Textdokument. Ja, aber Sticky Notes benutze ich nicht. Brauche ich die ganzen Apps dafür nicht. Die habe ich alle runtergeschmissen. Und eben Windows so eingestellt, dass es so wenig Rechte wie möglich hat.
Auf einfache Art und Weise. Es gibt noch kompliziertere Weisen, und zwar mit Registrierungseinträgen und. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Die habe ich aber alle nicht gemacht. Das wollte ich nur noch mal sagen. Windows 10 ist wirklich, wie viele auch sagen, Dreck. Es macht, was es will. Es macht viel zu viel, ohne zu fragen. Es macht Updates im Hintergrund, die es nicht sollen. Und ich kann es nicht mal verhindern. Ich habe es hier mit der Grafikkarte gehabt. Ich habe den Grafikkartentreiber. Ich habe einen Grafikkartentreiber, der mit der Grafikkarte wunderbar zusammenspielt. Wo auch keine Videos ruckeln, haut ich mir immer wieder runter. Ich kriege das Ding nicht dazu, diesen Treiber zu behalten. Kurzzeitig ja, aber irgendwann haut er dann den neuen Treiber drauf und dann fängt das Bild wieder ein bisschen an zu ruckeln. Bei 1080p bei YouTube. Ich kriege den Scheiß nicht. Das macht Windows einfach so von sich. Ich krieg's nicht weg. Zumindest nicht auf einfache Art und Weise. Wahrscheinlich geht's noch irgendwie, aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr. Ist mir egal. Ja. Das wollte ich nur sagen. Also ich sehe das genauso wie du hier. Es mischt sich ein ohne Ende, ohne zu fragen. Es macht, was es will. Die Version, die ich habe hier, das ist die, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier noch gezeigt hatte, in diesem Videoteil hier. Ich habe die neueste Version, ist die 20H2. Die kann ich nicht nehmen. Damit habe ich noch mehr Probleme mit der Netzwerkkarte, mit der Soundkarte, mit anderen Sachen. Ich habe die. Nee, geht zurück. Ich habe ja die, zeige ich an, die 2004. Normalerweise müsste ich die 1902 oder 1904 haben. Die lief noch am besten. Aber ich kriege die Version irgendwie gerade nicht mehr zu fassen. Ich habe sie irgendwo auf dem PC, habe ich sie drauf. Das Image davon. Aber ich finde sie nicht. Keine Ahnung. Ich habe erstmal die genommen. Passt. Geht. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich das hier einblende. Ist ja nicht so schlimm. Hier leider Windows im Müll. Ja, stimmt. Du hast mir geschrieben, dass es bei anderen geht und bei dir auch. Ich weiß nicht, wie du dein Windows gemacht hast. Hier LTech meinte OpenJDK 14. Kriege ich halt nicht. Ja, und Benny, die 20H2 ist die neueste. Das weiß ich. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Also Linux, ja. Nutze ich auch, aber ich kann da halt nicht die meisten Programme benutzen, die ich brauche. Die Alternativen sind. Ja, bedingt brauchbar, bedingt. Da ist für Windows geschriebene Software besser, muss ich so sagen. Wenn man nicht viele Ansprüche hat, also wenn man nur rein surfen will, dann reicht Linux aus. Und wenn man aber mehrere Sachen machen will mit. Ja, Videobearbeitung, Platinkram, Cut-Programme und, dann reicht Linux leider nicht dir wirklich direkt aus. Da muss man auch auf Windows gehen. Ist halt so. So, ich hoffe, der Teil passt jetzt so. Ich mache den jetzt nämlich nicht nochmal neu. Dann danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns morgen in dem Stream wieder. Hoffe ich doch, dass ich den machen kann und nicht hier noch irgendwelche Probleme kommen. Versprechen kann ich es nicht, ob der Stream kommt. Wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Dann ist es so. Okay, bis dann. Tschüssi.